Okay, Leder. Stahl. Ach, Kacke, nun fehlt es mir an Leder. Hm? Preist die Götter. Okay, Bekleidung hier. Lederhelm, Lederarmschienen. Waffen habe ich hier. 23 Eisendolche. War's das? Okay. So. Nun mache ich mich mal auf den Weg. Mal. Ach, der Wirbelwind-Sprint war schon ausgerüstet. Was sind wir überladen? Und nach! Verdammt, ich dachte, da könnte ich einfach drüber hüpfen. Drüber jumpen. Der neueste Rekrut, richtig? Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Das haben schon viele gesagt. Es haben sich auch schon viele mit mir angelegt. Nee, nicht schnell reisen, nein. Die Markierungen entfernen. Und dann, ja, wisst ihr was? Oh, ein Schornstein. Und nach! Was? Ja, genau. Okay. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist okay. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Ja, ich besuche verschiedene Akademien, die Vorräte, dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Okay. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Grauen. Ja, ja, nun, lass das doch mal damit dumm und nicht dumm. Wer weiß, vielleicht bist du... Mein Bruder Jon hat es richtig gemacht. Komm, lass mich doch in Ruhe. Akademie eintreten und diesen sinnlosen Krieg aus dem Weg. Ah, dann sollte ich den kennen, wenn er in der Bardenakademie tätig ist. Ah, gut, wobei, mit der Bardenakademie habe ich ja noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmel. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ich hätte zwar das nötige Geld, aber... Für 1000 Goldstücke, da laufe ich lieber zu Fuß. Wir haben uns ja schon mal eins gekauft und soweit ich mich erinnern mag, habe ich es irrtümlicherweise totgeschlagen. Oder es wurde mal von einem Wolf getötet. Naja, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier kurz mal Feldarbeit. Habe ich früher auch immer gemacht. Einfach mal über das Feld gelatscht von armen Bauern. Und da den ganzen Lauch und die ganzen Kohle. Die ganze Kohlköpfe da einfach ausgerissen. Oh, ein Schmetterling. Okay. Mehr gibt's nicht.
Hier ist dann die Honigmet-Brauerei, soweit ich mich erinnern mag. Da haben wir ja mal Gift in den Kessel. Ja, genau. Hier haben wir ja mal Gift in den Kessel geschüttet. Ja, gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier hinten waren wir noch nicht so oft. Mir ist es egal, wenn ich umlege. Ah, ein Drachen. Wunderbar. Komm schon, du Kackdrache. Lass die Nächte kommen. Ach du Kacke, da fällt noch ein Wolf über die Wachen her. Ich muss aufpassen, dass ich keine Wache treffe. So, neue Knochen und deine neue Seele. Okay, neue Stufe erreicht. Und da können wir nun unsere Beholung abholen gehen. So, bitte noch die Seele. Ja, komm schon, Burn weg und gib mir deine Kackseele. Die brauchst du eh nicht. Okay. Na, ich mache ja noch kurz das Feld leer. Und danach muss ich noch mal kurz nach Weißlauf die Knochen ablegen. Die möchte ich nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Kürbisse gibt's hier auch. Okay, nun kurz nach Weißlauf. Nachdem wir diesen Drachen erfolgreich erledigt haben, hat die noch... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Okay. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ja. Wir haben Kleine. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Leder brauche ich. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Okay, nun kurz schmieden gehen da. Das Zeug verkaufen, was wir geschmiedet haben. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graf. Machst du Luftübungen? Ich will nur eine faire Chance. Okay.
Kennt du meinen Vater? Ja. Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Waffen habe ich nicht hergestellt. Das hier. Die 10 können weg, kann weg. Die trage ich ja auch noch mit mir rum. Dann gehen wir das, die Knochen hier deponieren. Und wieder Scheiße aufsammeln, war so klar. Ah, so gute Bilanz, da haben wir schon ein paar Drachen erlegt. Okay, nun Stufenaufstieg. Ich glaube, nun gehe ich mal ein bisschen auf Ausdauer hier. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir ja unsere Rüstungen gleich verbessern gehen. Da kommen wir dem Ziel auch immer näher. Ach, die Fäuste, die braucht doch niemand. Federn. Glocken, was haben wir denn hier? Das können wir ja mal nehmen. Pfeile, die den Schild treffen. Ah, gut, ich benutze ja keinen Schild, aber das könnte ich mir noch überlegen. Naja. Moment. Zuerst Bekleidung. Den Schmiedering. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Okay. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Es ist den Leuten nicht bewusst. Na, wisst ihr was? Scheißegal, Mann. Haben wir einfach kurz alles verbessert. Schlussendlich spielt es ja, macht es ja keinen Unterschied, wie, ob wir da noch einen Barren mit uns rumtragen oder ob wir den einfach verbaut haben. Mittlerweile haben wir ja so viele coole Schilde, ich könnte mir ja mal überlegen, auf Einhand und Schild umzustellen. Habe ich denn zufällig noch eine Einhandwaffe am Start? Nee. Ja, das nächste Mal, wenn ich, das nächste Mal, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Störe ich? Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist. Verdammte Sturm an die Rebellen. Okay. Die denken gerade an die Sturmmantelrebellen, die hier auch durch das ganze Land ziehen und alles verwüsten.